Naja, die werde ich irgendwann mal hoch teleportieren müssen. Nebenbei teleportieren, ihr beide. Ihr drei. Ach so, jetzt ist das Teleporter aus. Der Teleporter ausgelaufen. So, gehen wir mal kurz eine Schicht nach unten und lassen hier auch gleich ausgraben. Ja, genau, grab das aus. Dann können wir da nämlich eine Treppe platzieren. Mit dem Stein, den wir haben. Haben wir eigentlich einen Jungzwerg? Haben wir nicht. Wir haben nur einen Bauarbeiter und einen normalen Arbeiter. Ah, aber jetzt wollte ich... da eigentlich eine Treppe platzieren. Mach erstmal die beiden Blöcke da weg. Ja, ich find's komisch, dass er immer hin und her geht. Das habe ich auch noch nie bei meinen Zwergen erlebt. So, jetzt können wir da eine Treppe platzieren. Treppen. Nehme ich jetzt erst einmal einfache Steintreppen. Den Zwerg hat es gerade umgehauen. Das ist nicht so gut. Deswegen porte ich mal alle Zwerge hier hoch. Dass sie sich ausruhen können. Und ja, hier buddel ich auch einfach mal weiter aus, weil hier haben wir ja die Ressourcen, die wir brauchen auf dem Boden. So, die essen was. Und schlafen hoffentlich auch. Ja, der hat ausgeschlafen, der hat wieder Hunger. So, hier könnten wir auch theoretisch auspuddeln. Soweit wie wir es können. So. Oh, hier oben wäre sogar Stein. Ist auch mal ein Grund, sich weiter oben umzusehen. Was da so ist. Also ja, hier und hier. Ups, das war etwas zu viel des Guten. Weg mit euch. Und du bist auch zu viel. Du auch. So, das heißt, wir nehmen hier unten erstmal alles wieder weg. Ich habe ihr wohl wahrscheinlich zu viele Grabebefehle gegeben. Na gut, macht erstmal hier das Zimmer etwas größer. Hier ist übrigens wieder Undigium im Weg. Da ist Gold. Gold können wir immer gut gebrauchen. Und ja, ich mache hier einfach alles etwas größer, damit man es besser erreichen kann. Ich sollte eigentlich auch mal meinen beiden Militärzwergen was zu tun geben. Das kann ich nämlich auch, indem ich hier so Trainingspuppen baue. Vogelscheuchenübungspuppe. Wachposten brauche ich zurzeit noch nicht. Ja, solche Vogelscheuchenübungspuppen. Die müssen allerdings von meinem Bauarbeiterzwerg erstmal gebaut werden. Also hat der erstmal was zu tun. Nachdem er die Treppe runtergepurzelt ist. So, und schon kommt einer meiner... oder sogar beide meiner Militärzwerge und fangen an, da ordentlich drauf einzuhauen.
So, ich fordere mal aus meiner Heimstadt zwei Jungzwerge an. Mindestens noch einen als Arbeiter und einen nachher als Forscher. Nebenbei kann ich euch mal kurz das Forschungsmenü zeigen. Das ist nämlich das hier. Es gibt insgesamt 4 Forschungsstufen und auf jeder Forschungsstufe steigen die Kosten der Forschungen. Wie das Ganze abläuft, folgendermaßen. Man hat Forschungszwerge, die arbeiten an Forschungstischen. Mit der Zeit generieren sie Ideen und irgendwann gibt es einen Forschungspunkt. Und den können wir dann hier ausgeben, um Sachen zu verbessern. Also zum Beispiel, was wir brauchen ist... Wo ist es denn? Den Bau von Türen? Also ja, Bau besserer Fallen, verbessert die Lebenskraft von Zwergen, schaltet Objekte frei. Wo ist denn zum Beispiel die Fallenforschung? Laufschuhe, Befestigung, weichere Betten. Zwergen, Treffsicherheit. Wo ist denn die Spezialisierung? Militärspezialisierung. Die hier zum Beispiel brauchen wir. Dafür brauchen wir vorher eben Übungsgerät. Und Laufschuhe, Befestigung, ermöglicht euch den Bau von Verteidigungsstellungen. Ich glaube, das hier müsste es sein. Ermöglicht euch den Bau besserer Fallen, ist es nämlich, glaube ich, nicht. Es müsste wirklich Befestigung sein, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gehen wir mal kurz in die Queste. Forschungspunkte der Technologiemaschinenbau. Na, okay, doch diese Technologie. Egal. Das hier könnt ihr noch ausheben, bitte. Oh, da ist ja nochmal Gold. Also grab doch gleich das hier mit aus. Und ja, ziemlich viel Graberei, typisch Zwerge. Euch beide hier rüber. Ihr bleibt jetzt mal erstmal eine Weile Jungzwerg. Und seht ihr, sie kriegen wirklich Erfahrung, indem sie einfach nur rumlatschen. Hier kann ich ein paar Truhen nachher platzieren. Hier kommt nachher meine Esshalle wieder hin. Ah, da ist noch Stein. Ja, Stein können wir immer gebrauchen. Und ja, was ich gerade gesagt habe, Truhen platzieren. Man sieht hier oben nämlich unser Lagerlimit. Ja, Lagerkapazität ist im Augenblick bei 750. Das heißt, von jeder Ressource können wir nur 750 einlagern. Das gilt auch für Gold. Wenn wir mehr einlagern wollen, brauchen wir mehr Ressourcen. Ganz einfach ist das. Und ja, da ist noch mehr Undigium im Weg. Also hier können wir da nicht mehr weiter graben. Was können wir jetzt noch machen? Wir können auf jeden Fall unsere Farm mal ein bisschen weiter ausbauen. Jetzt, wo wir Holz haben, ein paar Karotten platzieren. Und dann warten wir auf unsere Mini-Zwerge, dass sie sich upgraden. So, hier hat er ausgebaut. Jetzt kann ich euch mal kurz die Pipette zeigen. Einfach draufziehen. Danke für den Vorführeffekt. So. Einfach auf den Gegenstand klicken und kopieren. Hier können wir übrigens auch noch was dazu essen hinpflanzen zum Abbauen. Ja, machen wir doch einfach mal.
So, wir haben ja ein bisschen Holz. Und unsere Mini-Zwerge sind schon mal Level 2. Jo. Hier ist jetzt ausgehöhlt, also errichten wir da auch ein paar Steintruhen. Also wir können Truhen und wir können Schränke errichten. Truhen, sieht man, haben eine ziemlich hohe Lagerkapazität. Ich weiß nicht genau, was das mal 8 bedeuten soll. Also es tut nicht die Menge verachtfachen. Es gibt irgendeinen Grundwert. Aber den kann ich jetzt leider nicht einsehen. Ich werde mal eine einzelne Steintruhe platzieren. Da sehen, werden wir ja gleich sehen, um wie viel das Lagerlimit steigt, wenn sie gebaut wurde. Man sieht, die Siedlung wird langsam wirklich, nimmt langsam Form an. Jetzt in der ersten Mission brauchen wir nicht so viele Bauarbeiter. Deswegen bleibe ich mal bei einem. Und ich kann die Betten mal verschieben nachher, wenn sie nicht mehr belegt sind. So, unsere Trainingspuppen sind kaputt gegangen. Das ist so einfach Standard, dass die mit der Zeit kaputt gehen. Sonst wäre es ein bisschen imbar. Also mal... Also zum einen ist es realistisch, dass wenn die Zwergenkrieger darauf einschlagen, dass sie irgendwann zu beschädigt sind und nicht mehr funktionieren. So, dich kann ich schon mal wieder hier unten platzieren, in den Essenssaal, wo du hingehörst. So. Hier kann ich auch mal ein bisschen vergrößern. Den Thron kann ich mal verschieben. Kurzzeitig, während die da alles aushöhlen. Und hier würde ich auch gerne ein Stück weit runtergraben. So und so. So und so. Ja, man merkt, sie graben langsam schneller. Gucken wir mal kurz nach den Main-Quests. Ohne anständiges Essen können wir wohl nicht richtig arbeiten. Besonders ich nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass wir einen Düngestein auf einem Nährboden platziert haben. Haben wir schon. Danach können wir im Baumenü einige Feldfrüchte bauen. Können wir einige Feldfrüchte kaufen, sie auf den Boden neben den Düngestein legen und einen Arbeiter dorthin abstellen. Der Arbeiter hatte Nahrung, die auf dem Tischen zum Verzehr angeboten wird. Ein Kinderspiel. Ausgefallener Geschmack. Was ist eine Siedlung schon in Dekoration? Wir sollten im Baumenü nachsehen, was zur Verfügung steht und dann die Siedlung damit dekorieren. Egal was. Boden fließen, Pflanzen, auf dass unsere Siedlung zur besten wird. Ja, das ist eins der Kernelemente des Spiels, das Dekorieren. Können wir gleich schon mal damit anfangen und hier den Boden ein bisschen bepflastern mit Steinen. So. Da sieht er wenigstens nicht mehr ganz so nackt aus. Und wir haben schon mal 13 Deko-Elemente platziert. So, wir kriegen jetzt dieses Material rein, was wir für die Forschung nachher brauchen. Und geforscht wird wohl am besten hier. Hier ist ja noch mehr Material zum Ausheben. Und ja, von 750 auf 800 mit dem einen Schrank, das ist nicht gerade viel.